Willkommen auf meinem Kanal. Heute schauen wir uns die BASF-Aktie an, mit fast 15% Unterbewertung aktuell. Hier seht ihr ein paar Eckdaten von der Firma BASF SE, Mitarbeiteranzahl, Gründungsjahr, ISIN und die Adresse. Hier sind wir in der Basse-Bilanz, auch Liabilities genannt, also Geldgeberseite. Wir sehen hier die Total Current Liabilities, also die kurzen Verbindlichkeiten vom Jahr 2016 bis Q3 21. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2018. Die Erhöhung vom Jahr 2016 bis Q3 21 sind 32,68% mehr kurze Verbindlichkeiten. Die Long-Term Debt, die langen Verbindlichkeiten über einem Jahr, da haben wir vom Jahr 2016 bis Q3 21. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2020. Da haben wir eine Erhöhung von 2016 bis Q3 21 von 20,30%. Total Non-Current Liabilities, also die Gesamtverschuldung, wurde vom Jahr 2016 bis Q3 21 um 4,52% erhöht. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2018. Das Eigenkapital, Total Equity, wurde vom Jahr 2016 bis Q3 21 um 23,85% erhöht. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2019. Und wie man sieht, hätten wir im Jahr 2019 auch die Gesamtverschuldung fast auf Null setzen können. Die gesamte Bilanzsumme wurde vom Jahr 2016 bis Q3 21 um 12,56% erhöht. Die ausstehenden Aktien wurden nicht erhöht, die sind immer gleich geblieben, darum hier 0%. Wie findet ihr die neue Darstellung mit den Prozentsätzen? Ich freue mich schon auf eure Kommentare, was ihr dazu sagt. Ist es für euch hilfreich? Für mich auf alle Fälle, denn dort sehe ich sofort, um wie viel Prozent oder um wie viel weniger Prozent die Verschuldung oder Eigenkapitalquote sich erhöht hat. Cash to Deep, Bargeld zur Verschuldung. Hier sehen wir Long-Term Debt, also die langen Verbindlichkeiten mit dem Bargeldbestand. Hier sehen wir den Faktor Cash to Long-Term Debt, haben wir den Faktor 9,12. Eins bedeutet, dass wir mit dem Bargeld die langen Verbindlichkeiten auf Null setzen können. Hier benötigen wir auf alle Fälle mehr Bargeld. Hier sind es der Faktor 2,39. Ein optimaler Wert ist das im Jahr 2017 gewesen. Dann ging es wieder hoch auf 6. 6, 3 wieder gut im Jahr 2020 und aktuell in der Q3 21 sind wir bei 5,21. Also mal schauen, wo das Q4 endet. Gesamtverschuldung zum Bargeld. Hier sehen wir den Cash to Total Non-Current Liabilities. Da haben wir den Faktor 32,50. Das heißt, wir benötigen hier knapp 3200% mehr Bargeld. Im Jahr 2017 war es der Faktor 6,92, auf alle Fälle der beste Wert. Zur Gesamtverschuldung, dann ging es wieder hoch auf 20, dann wieder runter auf 18, 10 und wir liegen aktuell bei 16,11 in der Q3 21er Bilanz. Shareholders Equity Ratio, Credit Worthiness. Wie viel Prozent hat das Eigenkapital an der Bilanzsumme und kann das Betriebsergebnis die langen Verbindlichkeiten auf Null setzen? Hier sehen wir das Eigenkapital, die Gesamtverschuldung. Hier haben wir das Shares Equity Ratio, das war hier bei 41,58, den schlechtesten Wert hatten wir im Jahr 2018 mit 40,50, den besten Wert hatten wir im Jahr 2019. Aktuell in der Q3 2021 liegen wir auf alle Fälle an einem zweithöchsten Wert, was auf alle Fälle sehr gut ist. Die Gesamtverschuldung zum Betriebsergebnis, also Operating Income, da haben wir den Faktor 2. 2 ist auf alle Fälle sehr gut, denn wir benötigen ungefähr das Doppelte am Betriebsergebnis, damit die Langfristigkeiten auf Null gesetzt werden können. Hier auch wieder 2,05, hier 2,6, hier 3. Im Jahr 2020 hatten wir leider ein negatives Betriebsergebnis und in der Q3 21 war es wieder positiv mit dem Faktor 2,04. Auf alle Fälle sind wir immer bei dem Zweierfaktor, was auf alle Fälle sehr gut ist. Total Net Debt to Equity, also die gesamte Nettoverschuldung zum Eigenkapital. Hier sehen wir die Gesamtverschuldung minus den Bargeldbestand ist Total Net Debt. Da sehen wir, dass die Nettoverschuldung bis zum Q3 21 sich leicht erhöht hat, aber auch nicht massiv. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2018 und den niedrigsten Wert im Jahr 2017. Hier sehen wir den Faktor von Total Net Debt to Equity. Da haben wir den Faktor 1,36. Das heißt, wir benötigen knapp 36% mehr Eigenkapital, damit wir die gesamte Nettoverschuldung auf Null setzen könnten im Jahr 2016. Tiefster Wert war hier mit 1,04. Da hätten wir es fast auf Null setzen können. Und in der Q3 21 sind wir wieder bei 1,11, was auf alle Fälle auch kein schlechter Wert ist, denn der Wert im Jahr 2020 war höher. Wenn euch die Information bis jetzt gefällt,
könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Das Abonnieren ist kostenlos. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video von mir versäumt. Gebt dem Video einen Daumen, damit der Algorithmus sieht, dass das Video gut ankommt. Hier sind wir in der Income Statement Cashflow Seite, also die Einnahmenseite und Bargeldbestand. Wir sehen hier den Gesamtumsatz Total Revenue vom Jahr 2016 bis in der Trailing 12-Month Bilanz, also letzten vier Quartale. Da sehen wir, dass der Gesamtumsatz sich um 0,49% reduziert hat. Auf Deutsch laufen wir seit 5,5 Jahren seitwärts mit dem Gesamtumsatz. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2017 und seitdem ging es nur noch bergab. Gross Profit ist Rohertrag, das sehen wir hier vom Jahr 2016. Bis in der Trailing 12-Month-Bilanz haben wir einen positiven Wert von 4,53% mehr. Den besten Wert hatten wir im Jahr 2017. Operate Income ist das Betriebsergebnis. Vom Jahr 2016 bis zu der Trailing 12-Month-Bilanz haben wir 17,63% wieder mehr wie im Jahr 2016. Wir sehen, dass hier die BASF sich optimiert hat, denn der Umsatz wurde ja weniger, aber das Betriebsergebnis wurde besser. Was auf alle Fälle sehr gut ist, denn wenn der Gesamtumsatz wieder mehr wird, ist auch das Betriebsergebnis wieder höher. Pre-Tax Income ist der Umsatz vor der Steuer. Da sehen wir, dass wir vom Jahr 2016 bis in der 12-Month-Bilanz einen Zuwachs haben von 32,72% und auch aktuell in der 12-Month-Bilanz den besten Vorsteuerumsatz haben aktuell. Der Nettoumsatz wurde vom Jahr 2016 bis in der 12-Month-Bilanz um 40,04% erhöht. Da haben wir nicht den besten Nettoumsatz, denn der war im Jahr 2019, obwohl der Gesamtumsatz nicht den höchsten Wert hat, denn dieser war im Jahr 2017. Wie findet ihr das Verhältnis, dass BASF sich so optimiert hat, dass vom Betriebsergebnis mehr überbleibt wie vom Gesamtumsatz? Freue mich auf eure Kommentare. Der Bargeldbestand am Ende des Geschäftsjahres wurde vom Jahr 2016 bis in der Trailing 12-Month-Bilanz um 110,84% erhöht. Den höchsten Wert hatten wir im Jahr 2017, den zweithöchsten im Jahr 2020. Der Free Cashflow ist auch immer vorhanden, aber leider minus 36,59%. Aber wichtig, es fehlt ja noch das Q4-Quartal. Hier sehen wir die Dividende pro Aktie. Die Dividende wurde erhöht um 30 Cent bis zum Jahr 2019. Dann ging es im Jahr 2020 seitwärts. Wir haben ja keine Dividendenerhöhung bekommen. Mal schauen, ob in der Q4 21 eine Dividendenerhöhung kommt. Hier seht ihr auch die Beschreibung, was ist Total Revenue, Gross Profit, Operate Income, Pre-Tax Income, Netto Income. Hier sehen wir die Finanzdaten aus der Bilanz 2020. Hier sehen wir den Gesamtumsatz, Rohertrag, Betriebsergebnis. Der Gesamtumsatz ist 100%, Rohertrag sind 25%, was vom Gesamtumsatz noch überbleibt. Und Operate Margin ist leider ein Minus mit minus 0,38% aus der Bilanz 2020. Der Nettoumsatz ist auch leider minus mit 1,79%. Wie man sieht, war die Bilanz im Jahr 2020 nicht so gut, aber 2021 sieht schon wieder besser aus. Hier seht ihr die Berechnungen, wie ich auf diese Prozentsätze komme. Meine wichtigen Faktoren sind, Return Equity war leider in der 2020 Bilanz minus 3,14, weil der Nettoumsatz im Minus ist. Das heißt, das Eigenkapital wird weniger. Das Price-Sales-Verhältnis liegt bei 0,94, ist auf alle Fälle ein sehr guter Wert. Das Preis-Buch-Verhältnis ist auch bei 1,66. Wir liegen fast am Buchwert, aber aktuell fast 66% drüber. Der Buchwert pro Aktie wäre 36,72. Long-Term Debt to Equity haben wir hier 0,47. Auf alle Fälle kann das Eigenkapital aus der Bilanz 2020 die gesamten Langfristigkeiten auf 0 setzen. Die Total Debt to Equity haben wir einen Faktor 1,38. Das sehen wir, dass wir auf alle Fälle auch knapp um 38% mehr Eigenkapital benötigen. Der Preis der Aktie ist aktuell 60,83. Hier sehen wir das Buch. Preisverhältnis von 1,66. Die Earnings per Share Trading 12 Month der letzten 12 Monate waren 6,18. Das Preis-Earnings-Verhältnis Trading 12 Month, also auch das KGV, ist bei 9,84. Auf alle Fälle auch ein guter Wert. Die letzte Dividende war 3,30. Zahlen tun sie seit 11 Jahren Dividende. Payout Ratio haben wir zum diesen Earnings per Share Verhältnis von 53,40. Dividendenrendite aktuell zum aktuellen Kurs ist 5,42%. Hier sehen wir die Marktkapitalisierung. Der faire Wert der Aktie aus Buchwert und Earnings per Share wäre 71,46 und der faire Wert aus
Earnings per Share und Wachstum wäre 52,53. Core Contraction, die Dividende wurde per anno um 2,41% erhöht. Das Eigenkapital wurde um 1,48% erhöht. Der Nettoumsatz ging leider in Minus, darum kann hier kein Prozentsatz ausgerechnet werden. Vorausschau, Wachstum oder Schrumpfung. Falls die Dividende gekürzt werden sollte im Jahr 2021 um 28,08%, das Eigenkapital aber um 1,18% erhöht wird und die nächsten Earnings per Share gleich bleiben, haben wir diese Werte. Die Earnings per Share sind dann bei 3,18, also identisch. Der Buchwert liegt bei 37,15 und die Dividendenrate wäre dann 3,90%. Der faire Wert, das nächste Quartal wäre dann 71,88, ist auf alle Fälle ein bisschen höher. Und der faire Wert aus Wachstum, das nächste Quartal wäre 52,53. Hier sind wir aktuell im Monatsstart. Mal schauen, was wir daraus lesen können. Im Monatsstart sehen wir hier bei 95,87, dass wir hier einen doppelten Widerstand hatten im Jahr 2015 und 2018. Wir haben hier bei knapp 80 Euro eine Unterstützungszone, die hier eine Widerstandszone, auch Unterstützungszone war. Wir sehen hier bei 72,02 einen Widerstand, einen zweiten Widerstand und einen dritten Widerstand. Hier war es auch eine Widerstandszone. Also wir müssen über die 72 hinausgehen beim Monatsschlusskurs. Die zweite Monatskerze wäre auch optimal, wenn sie drüber bleibt, damit ein Kaufsignal generiert wird, damit wir auf die 80 oder auf die 96 hinauflaufen können. Aktuell sehe ich hier einen massiven Widerstand. Eine Unterstützung sehe ich aktuell bei 56,11, denn dort haben wir wieder gedreht. Hier war es eine Widerstandszone. Wir haben hier immer den Schlusskurs drunter gehabt. Geht ein Kurs wieder unter die 56, sehe ich Kurse bei 48. Bleiben wir drüber, haben wir auf alle Fälle Potenzial auf die 64 hinzugehen. Denn die 64 war hier auch eine Unterstützungszone. Das sehen wir dann in der kleineren Zeiteinheit. Also aktuell befinden wir uns in einer Range von zwischen 56 und 72. Hier sind wir auch für den Wochenchart. Im Wochenchart sehen wir hier den Widerstand im Jahr 2021 bei 72. Wir sehen hier den Widerstand bei 56,11 und wir sehen auch hier den Widerstand bei 64,06. Wir müssen auf alle Fälle mit einem Wochenschlusskurs über die 64,06 hinaus. Gehen wir nicht hinaus, können wir die Kurse von 56 wieder sehen, wo wir dann diesen Widerstand, das Unterstützungszone, herangezogen wird, die 56. Gehen wir über die 64 hinaus, können wir bis zu 72 laufen. Dort wird ein Widerstand sein und wir können dann wieder auf die 64 hinlaufen als Unterstützung und das Ganze nochmal testen. Geht der Kurs aber über die 72 hinaus, dann können wir die 80 ansteuern, wo ein nächster Widerstand wieder generiert wird. Also aktuell befinden wir uns in dieser Range von 64 und 56. Solange wir in dieser Einheit bleiben, ist das Ganze noch neutral. Gehen wir über die 64 hinaus, kommen die nächste Range von 64 bis 72. Fällt der Kurs unter 56, sehe ich die nächste Range wieder dann 48, 56. Hier sind wir im Tageschart. Tageschart sehen wir hier bei 66, 31 einen Widerstand, der doppelt gehalten hat. Hier auch einen Widerstand bei 65, 63. Wir sehen hier bei 63 auch einen Widerstand. Wir sehen hier eine Unterstützung bei 57, 22, bei 59, 24. Den nächsten Widerstand haben wir aktuell bei 61, 26. Wir müssen dort hinausgehen. Wir sehen, dass wir die Gaps geschlossen haben, die hier geöffnet wurden. Haben wir mit diesem Bereich wieder geschlossen. Wir haben auch dieses Gap, was wir intern geöffnet haben, mit diesem Kurs wieder geschlossen. Dieses Gap wurde auch wieder geschlossen mit der Aufwärtsbewegung. Also aktuell, solange wir unter 62 bleiben, denn das ist auf alle Fälle ein Widerstand, denn hier hatten wir die Unterstützung bei den 61,26. Solange wir drunter bleiben mit zwei Tageskerzen, können wir wieder die 59 antesten. Gehen wir hinüber raus, dann sehen wir das nächste Ziel 62 oder 63 Euro. Wie findet ihr die Chartanalyse? Wie seht ihr die BASF-Aktie aktuell? Freue mich auf eure Kommentare. Hier findet ein weiteres Video von mir. Viel Spaß beim Anschauen.